Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um drei Werkzeuge unter 100 Euro, die ich dir empfehlen kann. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Drei Werkzeuge unter 100 Euro. Ich muss zugeben, das sind relativ drei neue Werkzeuge in meiner Werkstatt, womit ich sehr, sehr zufrieden bin und deswegen möchte ich sie dir zeigen. Mein Highlight für dieses Jahr verbirgt sich wirklich hier in dieser L-Box. Ich bin ja zurzeit, oder es kommt hin und wieder mal vor, dass ich auch mal draußen einen Dreher habe oder irgendwie Videos baue oder Projekte außerhalb der Werkstatt. Und hier habe ich ein paar Werkzeuge drin, und zwar ist das die Bosch Power for All Allianz, sprich, kennt ihr wahrscheinlich schon, ihr habt einen Akku und könnt das oder den Akku überall einsetzen, beispielsweise jetzt hier in der Stichsäge, aber auch bei anderen Herstellern. Alle Infos zu dieser Allianz werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Und das besondere Tool an dieser Allianz, beziehungsweise dieses Tool, dieses Multi-Tool Advanced Multi 18 gibt es schon länger. Und ich habe mir das dieses Jahr zugelegt. Unter anderem hat das mitgewirkt bei dem Upcycling-Projekt Badezimmerfenster aus einem oder Badezimmerschrank aus einem alten Bauernfenster bauen. Und da ihr dieses Tool beispielsweise von der Stärke einstellen könnt, von 1 bis 6 und verschiedene Aufsätze hier einspannen könnt und das Ganze wirklich, wie ihr sehen könnt, ganz schnell vonstatten geht, sprich, ihr könnt das zu einer Säge umfunktionieren oder zum Schleifgerät, und das Ganze geht wirklich ganz, ganz schnell raufgeklipst und ihr könnt loslegen. Das Ganze auch mit LED-Beleuchtung und ihr habt natürlich nochmal hier einen Griff, den ihr ranschrauben könnt. Beim Schleifen ist der natürlich jetzt nicht so wirklich gefragt, aber wenn ihr beispielsweise was sägt. Es gibt auch unterschiedliche Aufsätze. Ihr könnt damit beispielsweise Holz sägen, Metall sägen, Fliesen sägen, Rohre zuschneiden. Also überall, wo ihr ganz schlecht rankommt mit einer Stichsäge oder einer Handkreissäge, ist eigentlich dieses Multitool bestens dafür geeignet. Es gibt auch ein kleines Erweiterungsset. Dort habt ihr nochmal ein paar Aufsätze, 5 in 1, also ihr habt insgesamt 6 Stück. Und damit könnt ihr beispielsweise nochmal Metall bearbeiten, Voltmetall oder Multimetall. Das Ganze ist farblich markiert und steht auch drauf. Und hinten auf der Verpackungseinheit könnt ihr nochmal die Einsätze sehen. Beispielsweise das Material wird hier nochmal abgebildet und den Einsatzort. Rigips könnt ihr unter anderem auch mit zuschneiden, Holz und so weiter und so fort. Also das Tool möchte ich nicht missen und ist wirklich ein richtig, richtig tolles Tool für mich persönlich. Also es kam dieses Jahr wirklich ganz, ganz oft zum Einsatz. Ein wirklich richtig, richtig tolles Gerät, kann ich wirklich nur in den Himmel loben und ich möchte den wirklich nicht mehr missen. Kommen wir zu meinem zweites Werkzeug, beziehungsweise das ist ein Satz. Und zwar ist es ein Gewindeschneidersatz von der Firma Ruco. Das ist ungefähr Mitte des Jahres bei mir eingezogen. Es gab so ein, zwei Projekte, wo ich ein Außengewinde bzw. Innengewinde schneiden musste. Aktuell davor hatte ich keinen Gewindeschneidersatz. Und dieses Set möchte ich auch nicht mehr missen. Es kostet, glaube ich, aktuell auf Amazon um die 100, 101 Euro, 105 Euro, 95 Euro. Das Ganze schwankt immer. Das ganze Werkzeug ist made in Germany und ihr könnt damit Innen- und Außengewinde schneiden. Beispielsweise von 12 mm, 10, 8, 6, 5, 4 und 3 mm. Und das Tolle daran, mir ist bis jetzt noch kein Windeisen oder Gewindeschneider oder irgendwas in der Art abgebrochen. Also da steckt wirklich Qualität dahinter. Passend dazu braucht ihr natürlich nochmal einen Spiralbohrersatz für Metall und einen Senker, ganz, ganz wichtig, damit ihr so ein Gewinde schneiden könnt. Und das Schöne finde ich persönlich, das Ganze ist in einer Metallverpackung drin, also kein Holz oder auch kein Kunststoff. Ich finde, mal Kunststoff kann ganz schnell zerspringen und kaputt gehen. Wenn bei Metall mal eine Beule reinkommt, kann man das ganz schnell wieder rausschlagen. Also ich finde persönlich für mich in der Metallverpackung auch umweltbewusster. Dieses Set kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Da steckt wirklich ganz, ganz viel Qualität hinter und es wirklich macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Und das gibt es natürlich einmal in der Ausführung HSS, also für normalen Stahl, und einmal HSS E-CO5. Und zwar damit könnt ihr beispielsweise Gewinde oder Außengewinde in Edelstahl hineinschneiden. Werde ich euch beide Sets auch unten in der Videobeschreibung verlinken.
Ja, das nächste ist ein Maul-Ringschlüsselsatz. Davon wisst ihr ja, habe ich ja schon einen Satz in der Werkstatt und ich habe mir einen zweiten zugelegt, der um die Hälfte knapp günstiger ist. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Dieses Ring-Maul-Schlüssel-Set bzw. Ratschen-Set beinhaltet insgesamt 10 Schlüssel, die in schwarz sind und die kommen natürlich in einer Papierverpackung an. Und die Schlüssel an sich sind schön in einer Tasche eingewickelt. Die sind mit den Lappen hier gesichert vom Rausfallen. Und an sich finde ich das Design recht schön, aber es geht ja letztendlich nicht um das Design. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mit diesen Schlüsseln noch nicht wirklich viel gearbeitet. Die kamen zwar schon zum Einsatz und was mir persönlich aufgefallen ist, dass sie keine Geräusche von sich geben und dass der Rückholwinkel, in dem ich Kraft übersetzen kann zur Schraube oder zur Mutter, 3 mm betragen. Auf der Verpackung steht 1 mm, in der Beschreibung auf Amazon 3 mm. Ich bin mir jetzt da recht unsicher. Ansonsten ist das Ganze aus Chrom-Vanadium-Stahl und es ist wirklich sehr, sehr handlich. Und ich hatte ja gerade eben erwähnt gehabt, dass ich ja bereits einen Satz besitze von der Firma Vera. Ich habe diese jetzt mittlerweile 3 Jahre im Einsatz. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Es gibt allerdings nur eine Sache, die mich stört. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und diese habe ich mir jetzt aktuell vor einem Monat oder 1,5 Monate gekauft, habe damit auch schon gearbeitet. Und ja, die tun oder die machen, was sie sollen. Das Set liegt auch um die, ich glaube, 95 bis 100 Euro. Ideal für den Einsteiger, auch für den Profi geeignet. Was mir hier besonders oder was mich irritiert ist, einfach, dass kein Geräusch kommt. Das haben wir hier bei diesem Vera-Ringschlüssel nicht. Dieses Knacken, und ich persönlich mag dieses Knacken, dass ich höre, dass die Schraube sich dreht, dass da was passiert. Das ist bei diesem Satz nicht. Vera kostet mittlerweile, ich glaube, da liegt der Satz bei 160 Euro, werde ich euch auch unten verlinken. Damals hat das Ganze, glaube ich, um die 300 Euro gekostet. Bosch-Set, wie gesagt, 100 Euro. Und was mich jetzt hier stört, ich dachte anfangs, es war, glaube ich, eine Weltneuheit. Ich weiß es jetzt nicht, korrigiert mich bitte. Wir haben hier unterschiedliche Winkel eingearbeitet. Sprich, wir können jetzt hier bei diesem Maulschlüssel die Schraube nicht ganz normal ansetzen und sie auf- oder zudrehen, sondern wir haben hier unterschiedliche Neigungswinkel, wo wir den Maul oder wo wir das ansetzen können. Und das irritiert mich immer mal am Arbeiten, denn es ist immer ganz, ganz schwer. Hier, das Auge arbeitet ja mit, wir stecken das drauf, wir können es blind draufstecken und es passt gleich. Und hier ist es so, man muss erstmal den richtigen Winkel treffen. Und dadurch, dass ich hier ganz, ganz viele Verzahnungen habe, für mich persönlich ist das Ganze dann erschwert. Und das hat sich auf die Dauer nicht so positiv für mich jetzt bewährt. Also ich fand es jetzt nicht so vorteilhaft. Das sind so die Sachen, die ihm aufgefallen sind. Natürlich ist es so, dass der Vera dicker ist, der von Bosch ist dünner. Ich möchte euch einfach mal beide Sätze empfehlen. Für mich definitiv Preis-Leistung, würde ich sagen, kann ich euch das Bosch-Set mehr empfehlen als das Vera-Set von Joker. Aber das müsst ihr letztendlich selber entscheiden. Für mich auf Platz 3 ist dieses Ring-Maul-Schlüssel-Set von der Firma Bosch. Ja, das waren meine 3 Werkzeuge unter 100 Euro, beziehungsweise so um die 100 Euro. Ich hoffe, das ganze Video hat dir gefallen. Wenn ja, gib der ganze Sache einen Handwerker-Daumen nach oben, ganz, ganz wichtig. Und ja, wie bereits schon im Video erwähnt, alle Produkte findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und vielleicht hast du ja sogar schon das ein oder andere Produkt zu Hause, kannst den Zuschauern helfen, dann lass doch mal einen Kommentar da, lass deine Meinung da zu den Produkten, würde mich auch mal interessieren. Ansonsten würde ich sagen, schaut euch das nächste Video an oder abonniert mich, wenn ihr uns oder mich noch nicht abonniert habt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.